Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 Video. Diesmal dreht sich alles um den Ranked Modus in Season 8. Sämtliche Belohnungen auch für Season 7. Dort gibt es für alle Dia-Spieler eine fette Überraschung, was ich mega geil finde. Auch die Split 1 Map von Season 8 wird eine fette Überraschung. Ich blende euch auch alle Season 7 Belohnungen ein, die sehr interessant aussehen. Und es wurde ja in dem letzten Gameplay-Trailer ein goldener Trial, ein Schweif gefunden. Gehe ich gleich drauf ein, was das scheinbar sein könnte oder wie man den bekommt. Es scheint aber keine Ranked-Belohnung im eigentlichen Sinne zu sein. Bevor ich jetzt aber mit allen Änderungen anfange, ach so, übrigens, die meisten Änderungen davon sollen eher die Leute, die mindestens Diamant und höher anstreben, belohnt werden, damit die einfach diesen schwierigeren Bereich schneller erreichen, diesen Competitive-Bereich, wo wirklich die Leute richtig reinschwitzen müssen. Aber auch alle Spieler von Bronze aufwärts profitieren von den Änderungen. Die Änderungen sind auf jeden Fall sehr interessant. Bevor ich jetzt aber anfange, ich seppe mal kurz in den Erbstück-Shop. Da haben mich nämlich unter den letzten Videos viele Kommentare und Fragen erreicht. Was ist denn mit dem Pathfinder-Erbstück los? Das Ding ist, also die Handschuhe sind komplett aus dem Store geflogen. Habe ich vor ein paar Tagen gelesen, habe ich völlig vergessen, drüber zu berichten. Ich habe es aber in einer anderen Fassung gelesen. Es wurde geschrieben, dass scheinbar das Core-Stick, der Hammer, dass dieses Erbstück Probleme macht. Wenn du das gekauft hast, gab es einige Leute, die haben auf einmal das Gibraltar-Erbstück bekommen und nicht den Hammer. Ich gehe davon aus, dass es ein Schreibfehler war, dass es die Boxhandschuhe waren. Wenn du die kaufen wolltest, hast du das Gibraltar-Erbstück bekommen, weil der Hammer ist ja noch drin. Kann nur ein Schreibfehler gewesen sein. Und ich gehe auch davon aus, wenn du einer der Opfer warst, der auf einmal das Gibby-Erbstück hast und nicht die Handschuhe, das zu fixen, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr schwierig bis wahrscheinlich fast unmöglich vor. Also deswegen wurde vorsichtshalber das Erbstück komplett aus dem Store entfernt. Wann das gefixt ist, hat sich Respawn bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet. Ich gehe aber davon aus, dass das mindestens bis zum Start von Season 8 dauern wird. Und jetzt fangen wir mit den Änderungen an und ich blende euch, wie gesagt, auch noch die Belohnungen ein. Fangen wir zuerst an mit den Rankpunkten im Allgemeinen. Wir bekommen jetzt schon ab Platz 13 Rankpunkte, nicht mehr ab Platz 10. Können alle nur profitieren, nicht nur die mindestens Dia- und Aufwärtsspieler, die das anstreben. Dann gibt es für die Kills und Assists jetzt nicht mehr ab 5 einen Cut, also ab 5 Kills oder 5 Assists oder eine Mischung aus beiden, sondern ab einer Mischung von 6. Hast du 6 Kills, 6 Assists oder 3-3, völlig egal. Bis zu 6 Kills oder Assists. Und wenn du den 7. Kills oder 7. Assists machst, ab da gibt es dann keine Punkte mehr. Sollte klar und sollte auch verständlich sein. Der Assist-Counter wurde auch angehoben. Es war ja so, wenn du jemanden gehittet hast, der dann später von einem Mate oder einem Gegner gedownt oder getötet wurde, hast du bis zu 7,5 Sekunden nach deinem letzten Hit hast du noch einen Assist bekommen. Das wird jetzt auf 10 Sekunden angehoben. Kommt uns allen auch nur entgegen. Dann wurde das Limit für die Predator-Spieler angehoben. Es ist ja so, dass auf sämtlichen Plattformen ein Limit von 500 Predatoren oder von 500 Predator-Spielern, dann ist Ritze, mehr gibt es nicht, hast du 501, also bist du von 500 auf 501 gerutscht, bist du Master gewesen. Ab Season 8 ist das bis zu 750. Ist das nicht? Mein Deutsch ist heute völlig daneben. 750 Predator-Spieler pro Plattform. So, jetzt haben wir's. Split 1 auf einer Map, mit der wir wahrscheinlich nicht gerechnet haben. Der Kings Canyon ist ja rausgeflogen, weil sich so viele Tournament-Competitive-Spieler und so weiter darüber aufgeregt haben, dass es die größte Third-Party-Map überhaupt ist. Split 1 bis zum 23.03. auf dem neuen Kings Canyon. Tatsächlich. Und Respawn hat sich auch zu Wort gemeldet, dass die Map ein bisschen aufgelockert wurde, damit das Third-Party-Geschehen nicht mehr ganz so heftig ist. Und deswegen haben wir in Split 1 jetzt Kings Canyon und nicht Olympus oder dem World's Edge. Split 2 ist auf Olympus. World's Edge fliegt komplett für Season 8 aus dem Ranked-System. Und Respawn schreibt auch weiter, Überraschung, das Comeback für World's Edge im Ranked-Modus kommt zu einer späteren Season. Sie schreiben nicht welche Season, sie schreiben weder Season 9, Season 10 oder sonst irgendwas, eine spätere Season. Also das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass wir wie in Season 7 statt Kings Canyon eben in Season 8 den World's Edge für 3 Monate nicht spielen können.
Das ist jetzt kein Beweis, ich gehe aber fest davon aus, dass World's Edge ein fettes Makeover bekommt und wir erst in Season 9 wieder den World's Edge spielen können. Und dann haben wir wahrscheinlich im Ranked Split 1 in Season 9 den World's Edge wieder. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich zeige euch jetzt erstmal sämtliche Season. 7 Rank-Belohnungen, bevor ich euch den goldenen Schweif zeige, der vielleicht dem ein oder anderen aus dem Gameplay-Trailer durch die Lappen gegangen ist. Hier haben wir die Belohnungen. Wie gesagt, ihr seht wahrscheinlich auch selber, das ist von der offiziellen EA-Seite. Dort könnt ihr das nämlich sehen. Wir haben sämtliche Waffencharms für den jeweiligen Rang, den wir erreicht haben. Und Überraschung, der Diamantrang, solltet ihr den jetzt in Season 7 erreicht haben. Wir bekommen wieder einen Season 7 Schweif. Die Schweife sehen allesamt sehr, sehr geil aus. Was ich aber nicht rausgelesen habe, behalten wir diesen Schweif oder fliegt der wieder raus, wenn du dann einen Rang drunter bist und im nächsten Split oder im nächsten Season ist der Schweif wieder weg. Also das ist eine Änderung, die habe ich bis heute nicht verstanden, warum das so ist. Klärt mich gerne in den Kommentaren auf, falls das mittlerweile wieder abgehakt ist, das Thema. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann kommen wir zu diesem Bild. Aus dem Gameplay-Trailer, dort wurde gerade der Level 100 oder 110er Battle Pass Skin für die Longbow vorgestellt. Er aimt hier rein und wir sehen einen goldenen Schweif. Dort haben einige YouTuber wie zum Beispiel The Gamer Merchant reininterpretiert, dass vielleicht Rang Gold jetzt auch einen Schweif bekommt. Macht keinen Sinn. Ich habe euch ja soeben diese Schweifarten oder für welchen Rang es welchen Schweif gibt, vorgestellt und die Vermutung liegt nahe, dass das ein Champions Squad Schweif ist. Das heißt, du bist gerade Champion und wirst in deiner nächsten Runde, die du startest, auch als Champion vorgestellt. Dann könnte es so sein, dass du in dieser Runde diesen goldenen Schweif hast, damit die Leute von der Ferne schon sehen, okay, da ist der krasse Champion, da fliegen wir mal besser nicht hin. Oder du bist so ein kranker Typ und fliegst da sofort hin, weil du dir sagst, ich habe so dicke Eier, wir hauen jetzt erstmal das Champion Squad weg, damit wir für den Rest der Runde unsere Ruhe haben. Das als kleinen Scherz nebenbei. Ich bin auf jeden Fall unter den Kommentaren gespannt, was ihr von den ganzen Informationen haltet. Ich finde diese Änderung auf jeden Fall sehr, sehr begrüßenswert, auch für alle, die ab Bronze vielleicht nur bis Gold oder Platin es schaffen. Willkommene Geschichte. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wie immer, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und gerne nochmal 40%, die regelmäßig einschalten, haben noch kein Abo dagelassen. Es ist völlig kostenlos, ist für euch einfach nur ein Klick. Ihr supportet meinen Kanal, damit auch andere Leute, die die Information nicht regelmäßig wie ihr erhalten, auch was davon haben und in Zukunft eine Information bekommen. Hey, hier ist ein Kanal, der macht regelmäßig News-Updates. Schaltet da mal vorbei. Schaltet da mal ein. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.